Ach, mich kommt diese Woche viel Arbeit zu. Wenn ich Wochenende nicht da bin. Muss ich voraufnehmen, vorarbeiten. Sind das die beiden Schilde? Die Flügel entfalten sich. Ah, da sind die beiden Schilde und dazwischen muss die Königin hin. Wow, okay. Nur welches ist... Also Schild Nummer 1 ist der hier. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht großartig drüber unterhalten. Der hier wird... Taucht die Königin dann einfach auf? Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Jetzt muss ich nur noch den anderen... Sollte nicht das Problem sein, in den anderen Bereich bekommen. Ja, C loslassen. So, nach da. Dann raus. Ist eigentlich egal, in welche Richtung ich die als erstes ziehe. Geht der nach da. Oder? Also ich meine, das ist definitiv besser als Mathe. Ach so, kann ich hier unten auch noch? Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Das hatten wir schon. Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Entschuldigung, Headset, was sollte das jetzt bitte? Jetzt fängt es schon bei der kleinsten Bewegung an, sich zu disconnecten. Jetzt kriege ich aber einen Anfall. Beziehungsweise aber gewissen Höhe. Das ist ägyptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Interessant. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Harnisch. Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Harnische waren. Die armen Pferde. Das Pferd hat doch nie im Leben auch nur ansatzweise irgendwas gesehen. Alter Schwede. Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Da kann man einfach nichts zu sagen. Da ist sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Ja, dafür müssen wir den Globus, glaube ich, wieder wegdrehen, damit der... Jetzt kann ich sie befreien. Weggeht. Und die weiße Königin muss jetzt in die Mitte von denen. Entlässt die Liebe Licht um Trost. Oh, eins noch. Erstaunlich. Alter Schwede, Mann. Was zum Henker? Ich brauche definitiv auch so ein Haus. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Oh. Oh, ist das ihr Tagebuch?
Nein. Tale of the White King. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Tja. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Oh. Meine Spur? Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Oh, ist das der Tag? Es ist der Tag. Man hat ihn endlich gesehen. Man hat ihn ja in dem letzten Teil schon ein paar Mal gesehen. Beziehungsweise angedeutet gesehen. Ganz was in dem Baba Yaga-Teil. Guten Morgen. Ihre Kette ist ein bisschen regungslos. Die pappt so an ihrem Hals. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Beine brauchen länger, um Lara zu entdecken und als Bedrohung. Oh, das ist natürlich auch geil. Die war auch noch mit. Das wäre das Alternativ. Leer. Nee, das wäre das andere, ne? Natürlich Ressourcen. Ja, okay. Bogen-Upgrade. Warte mal, welcher ist denn der, den ich ausgerüstet habe? Der hier, ne? So kann ich den eigentlich nicht aufrüsten. Hat der keine Aufrüstung? Wie komme ich denn in die. Ach, da. Der hat tatsächlich keine Aufrüstung, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich ärgerlich. Waffen-Upgrades. Den kann ich doch genauso gut machen wie den anderen auch. Warte mal. Nehmen wir den goldenen Curve-Bow. Erstmal Schaden drauf. Es gibt noch mehr Schaden. Das gibt. Zack. Das kann man auch noch machen. Das auch noch. Und dann ist doch der goldene Recurve-Bogen genauso gut wie der andere, oder? Ja. Dann nehmen wir doch lieber den, der ist doch okay. Vor allem können wir den nochmal verbessern. Kann ich den nicht. Achso. So muss ich den ausrüsten. Das ist jetzt keine Verbesserung. Da kann ich jeweils noch Verbesserungen draufpacken. Das ist aber auch. Es?
Hä? Wait, stopp. Was? Achso, ich hatte gerade gar keinen ausgerüstet anscheinend. Er hätte ein bisschen mehr Zielgeschwindigkeit, aber das wäre es auch. Fähigkeitspunkte. Wie haben wir denn? 3. Das ist natürlich cool. Leuchtmunition verwendet werden. Blende und betäubt werden. Okay. Was? Nein. 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 Irgendwas wollte ich doch haben, aber ich weiß nicht mehr, was wissen wir denn hier? Können schneller klettern. Ach, das ist automatisch. Ah, okay. Das ist automatisch halten. Auge des Adlers auch. Okay. Man kann die Dreier und sowas tatsächlich auch so bekommen. Erhöht die Zeit des genaueren Ziels beim aufgeladenen Schuss. Das ist natürlich interessant. Das haben wir schon. Das haben wir auch. Länger atmen unter Wasser. Nahtlose Kills. Oh, das wollte ich doch ganz. Das wollte ich haben. Ich weiß aber nicht mehr was. Ist mir egal. Große Tiere, das ist mir erstmal auch egal. Ah, sie sehen Fallen mit Überlebensinstinkten. Deswegen habe ich das tatsächlich noch nicht. Dachte, ich hätte das beim letzten Mal schon mitgenommen, aber okay. Hier noch irgendwas, was nur einen Fähigkeitspunkt kostet? Ja. Okay, dann machen wir das. Und die Fallen möchte ich gerne sehen. So. Weil das könnte hier tatsächlich wichtiger sein als in den anderen Games bis jetzt. Also in den anderen Tomb Raider-Teilen. Hier bekommst du doch noch ein paar mehr Fallen. Hallo. Lara, nimm das bitte aus, danke. Ich habe doch da ein Äffchen erschossen. Kriege ich das auch noch wieder? Ich nehme das mal als Nein-Spiel. Wo bin ich jetzt hier gerade? Was ist hier los? Warum habe ich keine Karte? Warum habe ich keine vernünftige Karte? Okay. Ich werde mich hier jetzt erstmal noch ganz entspannt umschauen. Hier sind nochmal Pfeile. Da liegt noch Stoff. Ich werde alles mitnehmen, was ich kriegen kann, tatsächlich erstmal. Okay, du hättest wahrscheinlich einfach das Vieh hier durch die Gegend kiten können wie die Hölle, aber ich bin halt einfach ein guter Spieler. Hab's natürlich ohne geschafft. Finde ich hier noch die andere Puma-Leiche? Das wäre nochmal interessant. Kann ich auch noch hoch? Mate, warte mal, lag da gerade was? Ah ja, tatsächlich. Nutzen Sie Fett- und Waffen-Upgrades, Basislager herzustellen. Oh, sehr schön. Stoff, da vorne sind nochmal 2 Heilpflanzen. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Die sind Lara, Leopard, Croft. Hat was. Ich glaube, die Vögel sind mir erstmal egal. Eine Pflanze. Irgendwas. Nur Jonah, der auf uns wartet. Na dann. Here we go, Jonah. Ja, ist okay. Das ist schon ein bisschen mehr Tarnung, ne? Deswegen sieht der Leopardenfell, genau das Leopardenfell ja auch so aus. Jetzt, der Leopard hat mehr getarnt, das war sein. Nicht Fressfeinden, sondern vor seinen Opfern. Okay, wir haben jetzt 2 Sachen. Sache Nummer 1. Things to grab. Gute Things to grab. Eine Videokamera. Das ist eine Kamera der X700-Serie. Sam hatte so eine und ich war unglaublich neidisch. Sie ist genau das Richtige für eine Expedition auf der Suche nach vergessenen Monumenten oder Zivilisationen. Außerdem beweist sie, dass jemand nach den 80er Jahren hier war. Selbst wenn die Moderne über sie spottet, können manche Legenden die Menschen immer noch inspirieren.
Es ist definitiv gesprungen. Das Objektiv hat einen Sprung. Es sieht fast so aus, als wäre es von irgendeinem Projektil getroffen worden. Von einem Projektil? Ja, let's go! Wieso habe ich gerade keine Karte? Achso, weil ich nicht auf der Karte bin, ich Idiot. Dankeschön. Okay, da unten müssen wir lang. Das heißt, ich werde natürlich erstmal nicht dahin gehen, wo wir lang müssen. Oh, I guess we're back here again. Isn't it the place where we... Oh, gift, yeah. Yep, wir sind wieder beim... Flugzeug, das fließt doch direkt unter uns, oder? Da. In den Hintern. Und tschüss. Let me knife it. Katsching! Okay. Auf dieser Seite muss irgendwo noch ein Schweinchen sein. Ich hab so gerade Oinken gehört. Da. Damit. Komm, zeig mir dein Köpfchen. Verdrückt. Na gut. Ich wollte hier eh runter. Danke, damit wir das hier auch noch ausnehmen können. Gut, wenn du mir in die Arme läufst, nehme ich dich natürlich auch noch mit. Ich muss aufpassen, ich habe noch nicht. Ich kriege meine Pfeile wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier haben kann. Okay, hier müssen wir aber tatsächlich gar nicht großartig hin. Meine Meinung gerade geändert. Ich möchte gerne hier nochmal hin. Ich werde alles an Aufwertungsmaterialien, was ich bekomme, mitnehmen. So, wir brauchen definitiv mehr Pfeile. Glaubst du, dass das gerade unsere einzige Waffe ist? Ich brauche mehr Federn. Ich muss doch wieder Federn aufsammeln gehen. Jonah? Jonah? Du bist aber schon wieder vorgelaufen, Jonah. Ist hier unten was? Kann ich da rein? Nee, wa? Naja, komm ich nicht rein, schade. Aber da ist Erz. Und ich habe meine Pickaxe, aber ich bin voll. Ich kann nicht mehr tragen. Warum gibt es hier am Anfang so viele... Ach, da ist Jonah. So viele Erzquellen, wenn man sie nicht mitnehmen kann. Jack-Tagebuch 4. 18. Juli. Das erste, was ich heute Morgen sah, war mein Vater, der sein Taschentuch mit beiden Händen fest umklammerte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er ohne ein einziges Blinzeln in Rawleys Richtung. Er war von uns gegangen. Seine Wunden hatten sich vor einigen Tagen infiziert und schon kurze Zeit später war das Fieber ausgebrochen. Zwischen kalten Schweißausbrüchen, gequälten Schmerzenslauten und verwirrtem Gerede hatte Rawley immer wieder darauf bestanden, weiterzugehen. Vater versuchte zwar, ihn davon zu überzeugen, kehrt zu machen und uns allein weitergehen zu lassen, aber Rawley hatte eines unmissverständlich klargestellt. Ihn zurückzulassen würde seinen Tod bedeuten. Also setzten wir unseren Weg fort. Wir waren weiter von jeglicher Zivilisation entfernt als je zuvor und trotzdem waren wir so töricht, uns weiter voranzuschleppen. Auf Wiedersehen, alter Freund. Was hat die gerade aufgeleuchtet? Okay, das ist auch nur das Symbol wahrscheinlich. Oh Mann, ich habe jetzt schon so viel Zeit in dieses Spiel gesteckt. Und ich bin noch gar nicht, ich bin noch nicht mal ansatzweise irgendwie weit. Giftkäfer. Nee, okay. Hello, Jungle. How's it going? Everything's fine? Oh, ich hab Angst. Ich habe ja schon eine Krokodilshaut gesehen, also gehe ich mal davon aus, dass es hier auch durch das Kokos geben wird. Bewegungsgut.
Stemm auf, Lara. Stemm auf. Jo, im Drive-By. Let's go. Das ist sehr gut. Die Map. Wow. Die Archivarkarte zeigt mir da hinten ein Dokument, das ich habe. Schon habe. Sehr gut. Und das war's. Was ist denn das für eine Archivarkarte? Do you want to troll me? Spiel, bitte. Was soll das? Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Da kommt auch ein Auto. Ich habe mir nur die Befürchtung, dass das... Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steht fest. Das sehe ich. Was macht ihr dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt mal die Augen nachsehen. Offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Du wärst ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Lara, alles klar. Es ist ruhig. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die wir bisher übersehen haben. Okay. Drei Leute. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssten das Ganze irgendwie abstützen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Ich stehe nicht völlig gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was in Gottes? Versteck dich. Dave? Sammy? Diese Typen. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave? Sie erleiden Verluste! Da drüben! Der hat sich ein bisschen festgebackt, I guess. I mean, I do take this. Ich glaube, wahrscheinlich wäre er sonst ein bisschen spät gewesen. Okay. Give me all your stuff. Give me all your stuff. And give me all your stuff. Kann ich nochmal zurück und mir da noch den Stuff holen? Nee, wa? Trinity Truhe können wir auch nicht aufmachen. Hier können wir... Da, wir können die nochmal zurück. Wie denn? Der eine ist da runtergeflogen. Der andere müsste von ihm hier reingezogen sein. Ah ja, okay. Der andere hier irgendwo, hier in dem Busch wahrscheinlich. Ja, aber okay, das sollte reichen. That should be enough. Oh, shit, stopp. Ja, gut, ist gut, das nehmen wir definitiv mit. Noch was Interessantes. Sieht nicht so aus, so. Ja. Ist hier noch was drin? Kann ich da rein? Ja, da kann ich rein. Das könnte noch interessant sein. Aha. Aber jetzt haben wir das Maschinengewehr, Moni. Sowieso kein Maschinengewehr zurzeit. Leider. Aber ich glaube, wir bekommen jetzt ein Maschinengewehr. Wieso drückt der nicht einfach ab, dieser Idiot? Oh nein, das kannst du dir abschminken! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja. Nimm das. Oh,
Hoffentlich waren das die letzten. Was ist denn das gerade mit meinem schon wieder? Ich meine, ihr hört das auch immer nicht. Ja. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Nicht gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Mein Arm juckt. Dein Arm juckt total, das ist aber schön. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren, ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Wie war deine Mutter so? Du erzählst nicht viel von ihr. Sie war kreativ, abenteuerlustig. Sie war wahrscheinlich der Klebstoff, der uns zusammenhielt. Nach ihrem Tod war es einsamer. Willst du nicht manchmal zurück nach Neuseeland? Doch, schon. Nicht so sehr wie nach Hawaii. Aber ja. Deine Heimatländer sind so weit weg von... allem? Vielleicht bin ich deshalb ständig auf Reisen. Eventuell, ja.